wollt ihr ihn finden? Was steht da? Diese Runen lauten Tod im Inneren. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Also, Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Ich werde Ressourcen für unsere Reise suchen. Kann ich helfen? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Botengänge für Zwerge mache. Oh. Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Brandspuren. Da auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Wir? Ich meine, ich suche. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Oh, meine Mutter klang wie gefährlich. Dann sei auf alles gefasst. Komm. Feuer!
Nicht schlecht, oder? Sei konzentrierter. Nicht er. Hey, ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Kein Ring. Wir werden Brocks freundlich gefällt, oder?
getrennten Hand. An dem Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Ha!
Das ist irre. Wie sollen wir denn etwas aus Stein töten? Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Mach dich bereit, Junge! Das können wir gegen ihn verwenden! Ring. Zwergeninschrift. Der Alchemist? Aber wo ist der Rest von ihm? Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Wir sollten das hier zu Brock bringen. Thank you.
Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht... Igimstani. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Was habt ihr gefunden? Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und... er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mirnifroxi? Ich sehe mir diesen Ring einmal nicht...
Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Was soll sein, Junge? Mal ordentlich schwingst. Alles wunderbar. Komm, Junge. Oh. Ich glaube, das ist die letzte. Die auch, oder? Na schön. Sieh her. Ja. Quelkia. Ah!
Es ist vorbei. Ihr, ich muss mit euch sprechen. Noch ein Geist, der etwas von uns will. Wie überraschend. Was ist los? Ich kam mit einer Gruppe Händler an diesen See. Wir suchten Schutz vor der Verwüstung. Doch konnten wir wissen, dass es am See der Neuen noch schlimmer war? Wir können deine Fehler nicht ungeschehen machen. Das weiß ich. Aber ich fürchte um Kapitän und Mannschaft. Ich glaube, sie sind noch unter Wasser. Sucht ihr sie für mich? Gibt es etwas, das du uns im Gegenzug anbieten kannst? Ich kann nur wenig bieten. Oh, na, ich weiß nicht. Wartet! Bei meinem Tod trug ich ein wertvolles Erbstück. Es gehört euch, wenn ihr meine Leute findet. Gut. Danke. Du lernst dazu. Warum haben du und Mutter nie von der Verwüstung erzählt? Ich spreche nicht für deine Mutter. Aber sie war nie meine Sorge. Und deine auch nicht. Ist es nicht unsere Sorge, wenn alles um uns herum stirbt? Der Gipfel ist unsere einzige Sorge. Ach ja? Wieso erkunden wir dann all diese Inseln? Ressourcen, die wir finden, verbessern unsere Ausrüstung. Wenn wir vom Weg abweichen, dann nur, um uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Gut, wenn das bedeutet, dass wir uns weiter umsehen und anderen helfen. Atreus, komm her! Komm schon!
Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals. Niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Und was hast du da draußen entdeckt? Schon wieder. Tja, worüber haben wir noch geredet? Ja.